Hey ihr Lieben, glaubt ihr, dass es dieses Mädchen schaffen wird, den Apfel in seiner Hand zu essen? Ich glaube eher nicht, denn dazu müsste sie ihren Arm abknicken können. Normalerweise können wir das nämlich. Denn wir haben zwischen unseren Knochen Gelenke, die unser Skelett beweglich machen. Aber wie schauen Gelenke eigentlich genau aus? Zwei Teile miteinander verbinden, das geht auf verschiedene Weise. Doch nicht jede Verbindung ist auch als Gelenk geeignet. Schauen wir uns zum Beispiel diese beiden Verbindungsstücke an. Wir beginnen mit dem linken Bild. Wenn die beiden Teile auf dem linken Bild miteinander verbunden werden, sind sie dann noch gelenkig und beweglich? Die Antwort ist nein. Wenn diese beiden Teile miteinander verbunden werden, kann man sie nicht mehr in verschiedene Richtungen bewegen. Als Gelenk wäre diese Verbindung also denkbar ungeeignet. Wie schaut das mit dem rechten Bild aus? Wenn man den Haken durch die Öse steckt, kann man die beiden Teile eigentlich gelenkig bewegen. Allerdings wäre das sicher eine ziemlich wackelige Geschichte. Also auch hier eigentlich keine wirkliche Eignung als Gelenk gegeben. Denn bei Gelenken müssen natürlich beide Teile sehr gut ineinander passen. Sie dürfen nicht hin und her rutschen. Und sie müssen in mehrere Richtungen beweglich sein. Die beiden Teile, die so gut ineinander passen müssen, bezeichnet man auch als den Gelenkkopf und die Gelenkpfanne. Auf diesem Bild seht ihr drei verschiedene Gelenkmodelle. Alle drei Gelenktypen findet man auch bei uns im Körper. Je nachdem, wie sie aussehen und wie sie sich bewegen können, werden sie unterschiedlich bezeichnet. Schaffst du es, den verschiedenen Gelenken jeweils den richtigen Namen zuzuordnen? Beginnen wir mit dem Kugelgelenk. Welche Abbildung könnte das Kugelgelenk zeigen? A, B oder C? Ganz klar, es muss C sein. Denn nur hier sieht der Gelenkkopf tatsächlich wie eine Kugel aus. Das Kugelgelenk kann sich um 360 Grad, also quasi einmal ringsherum, drehen. So ein Gelenk findet man bei uns zum Beispiel in der Schulter. Ihr könnt das gerne ausprobieren. Auch die Schulter bzw. der Arm, der am Schultergelenk hängt, lässt sich einmal ringsherum drehen. Machen wir weiter mit dem Sattelgelenk. Welche der beiden verbliebenen Abbildungen sieht eher nach einem Sattel aus, A oder B? Wenn ihr A getippt habt, dann liegt ihr richtig. Das Sattelgelenk ist ein ziemlich seltenes Gelenk in unserem Körper. Es hat auch eine ganz eigenartige Art und Weise, sich zu bewegen. Ein typisches Beispiel für das Sattelgelenk ist nämlich unser Daumen. Wenn du versuchst, den Daumen einmal ringsherum zu drehen, wirst du merken, dass es nicht ganz reibungsfrei abläuft, sondern dass man an eine Stelle kommt, wo das Ganze so ein bisschen knackt. Das liegt daran, dass es eben kein richtiges Kugelgelenk ist, sondern ein Sattelgelenk. Es kann zwar ziemlich weit bewegt werden, aber eben nicht ganz ringsherum. Beim Daumen spielt es eine besondere Rolle, denn es hilft, den Daumen so zu bewegen, dass wir besser damit greifen können. Dann bleibt das Scharniergelenk nur noch für das mittlere Bild und ich denke, ihr hättet es ohnehin zuordnen können, denn dieses Gelenk sieht tatsächlich aus wie das Scharnier einer Türe oder einer Schranktüre und genauso kann es auch bewegt werden, nämlich nur in zwei Richtungen. Kann auf- und zuklappen. Ein solches Gelenk haben wir zum Beispiel am Ellenbogen. Auch da kannst du gerne wieder testen, wie sich das bei dir anfühlt, wenn du den Ellenbogen auf- und zuklappst und kannst dann einmal testen, ob es möglich ist, ihn auch noch nach links und rechts zu bewegen oder einmal ringsum, aber natürlich ohne den Oberarm dabei mitzubewegen. Du wirst feststellen, es geht nicht, denn das ist eben ein Gelenk, das sich nur in zwei Richtungen bewegen lässt.
Das war jetzt eine ganze Menge, was wir über Gelenke gelernt haben. Deshalb wird es jetzt Zeit für einen kleinen Hefteintrag. Nimm bitte ein Blockblatt zur Hand sowie Stifte. Übertrage meinen Hefteintrag auf dein Blockblatt. Vergiss nicht, das Datum oben einzutragen. Wenn du möchtest, kannst du bei allen drei Gelenkbildern die Farben verwenden wie auf dem ersten Bild, also Gelenkkopf und Gelenkpfanne in einer bestimmten Farbe anmalen. Für den ganzen Hefteintrag solltest du ungefähr eine halbe DIN A4 Seite benötigen, so dass wir in der nächsten Stunde den Hefteintrag vervollständigen können und dann alles auf einer Seite Platz findet. Natürlich kannst du das Video an dieser Stelle pausieren, damit du das Bild länger betrachten kannst, um den Hefteintrag richtig übernehmen zu können. Übrigens zeigen solche Gelenkmodelle zwar sehr gut die Beweglichkeit eines Gelenkes, den tatsächlichen Aufbau eines Gelenks zeigen sie aber nicht. Doch das wird Thema der nächsten Stunde sein.